Hey ho, meine Lieben, heute springen wir mal in der Zeit zurück zu Video 617. Das ist jetzt 617c. Das waren die Knoblauchfiletspieße mit den Kartoffeln. Und ja, da sind sie wieder aus der Gefriere, aus dem Froster rausgeholt. Und was eben interessant jetzt ist, schmecken die Kartoffeln noch oder schmecken sie nicht, nachdem sie gefroren waren? Ja, das wird ja vielfach gesagt, nee, mach das nicht, aber wo das Video rauskam, waren sie schon im Froster drin und naja, ja, ich habe auf alle Fälle was Leckeres zu essen, heute, vielleicht auch noch morgen, wenn ich mir die Menge angucke, und die lasse ich jetzt auftauen. Wir haben es jetzt gerade mal kurz nach 5. Und wenn die aufgetaut sind, kommen die hier herin auf den Severin. Jo! Jo, aufs Severin Steakboard. Nicht, dass ich wieder Tefal sage. Kann natürlich für mich jetzt auch heute etwas später werden, weil ich lasse das Zeug erstmal ordentlich auftauen. Und danach mache ich dann das Video weiter. Ja. Und für euch geht es dann eben drüben in meiner kleinen, aber feinen Küche weiter. Bis später. So, meine Guten, meine Lieben. Da liegen sie nun, die ganzen Spieße. Und naja, mittlerweile bin ich auch nicht mehr ganz davon überzeugt, dass das mit den Kartoffeln noch was wird. Die sind schon ziemlich matschig, aber nichtsdestotrotz probiere ich es erst einmal aus und naja, was soll ich dazu sagen? Im Zweifelsfalle esse ich zu meinen Spießen einfach ein schönes Butterbrot. Gut, dann gehen wir rüber zum Steakboard, wo wir sie auflegen. Also dann über. Achso, und Ventilator muss ich noch anstecken. So, das Rauschen im Hintergrund wieder vom Ventihui. Und Leute, vergisst nicht, das ist jetzt mit den Kartoffeln wirklich ein Experimentalvideo. Ich weiß echt noch nicht, ob das so funktioniert. Naja, ich werde sehen. Ihr auch. Steakboard erst einmal wieder auf Volldampf. Das schalte ich nachher dann runter. Ja, und den Rest haue ich mir jetzt in den Kühlschrank rein, mache ich mir später. Also ganz durch aufgetaut sind sie noch nicht. Deswegen tue ich die jetzt auch ja, am Anfang wirklich richtig viel drehen und wenden. Aber ja, wir werden sehen. Ich hole euch nachher mal wieder dazu. So, und immer schön aufpassen, dass mir das Ganze nicht zu schwarz wird. Ich muss dann irgendwann den richtigen Zeitpunkt finden, wo ich den das Steakboard runterschalte. Naja, gut Ding will Weile haben. So Leute, gefühlsmäßig ist jetzt der Zeitpunkt gekommen zum Runterschalten. Ja, zwischendurch bin ich auch am Wasser nachfüllen. Besser ist das, glaube ich. Und natürlich weiterhin ein bisschen drehen und wenden und warten, bis alles noch schön Farbe gezogen hat. Naja. Kann man alles noch essen. Also zwischendrin bin ich ja echt schon am überlegen, ob die Kartoffeln nicht irgendwie nach Pommes schmecken. Nach Tiefkühlpommes. Ich bin ja echt gespannt. Ein bisschen umplatziert und wieder nach oben geschalten auf Stufe 2, weil tja, von draußen bläst der Wind rein, von hier bläst der Ventilator raus.
und das Ganze über die Fläche, also Stufe 1 ist dann definitiv zu kalt. Jetzt gucken wir mal, ja, dass wir irgendwie fertig werden. Ja, Freunde, seht ihr, was fehlt? Genau, außen die Paprika. Die ist schon mal lecker. So viel kann ich schon mal verraten. Tja. Und so langsam werden die Spieße auch Richtung fertig. Ja, definitiv. Bevor das Zeug jetzt zu sehr Röster rumbekommt, hole ich es vom Grill runter. Ausgeschalten habe ich gerade schon. Und dann gehen wir rüber zum Probieren. Tja, und jetzt kommt das, um was es in dem Video ja hauptsächlich geht. Schmecken diese tiefgefrorenen Kartoffeln, Kartoffelspieße noch so wie beim ersten Mal oder nicht? Das werde ich jetzt ausprobieren. Natürlich auch gleich was von dem Spieß probieren, aber ich denke, es zerfällt schon fast von selber. Seht ihr das hier? Aber ich denke mal, das sollte alles in Ordnung sein, hoffe ich zumindest. Die Spießlein auf alle Fälle. Mal hier gleich die Kartoffel und fangen mit dieser Kartoffel an. Aber vorher mache ich den Ventilator aus und das Fenster zu. So, herinnen ein ganz leichter Dunst, nicht viel. Kartoffeln, ne. Schmeckt irgendwie merkwürdig. Also, das hat misslungen. Aber wie gesagt, probieren geht über studieren. Spieß. Die Knoblauchnote kommt mal wieder richtig voll durch und das ist ja mal richtig geil. Tja, Leute. Und die Paprika ist auch noch gut. Was lernen wir daraus? Vorgekochte Kartoffeln einfrieren, Kartoffeln überhaupt einfrieren. Keine gute Idee. Werde ich nie wieder machen. Hat man mir zu spät gesagt, aber ich habe es zumindest ausprobiert, habe es durchgezogen, für Scheiße befunden, kann man so sagen. Tja, ein Test halt. Aber ich werde mir jetzt schöne Scheibe Butterbrot schmieren oder schöne Scheibe Brot mit Butter schmieren und es dazu essen. Mir den restlichen Abend gut gehen lassen, nachher noch einen Livestream machen. Mit euch direkt quatschen wieder und den habt ihr bestimmt schon gesehen und naja, dann würde ich mal sagen, bis die Tage, bis zum nächsten Video. Tschaikowski, wir sehen uns.